Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich genau, was es mit der neuen Unionsgewährleistungsmarke auf sich hat. Wie kann man Qualitätsstandards leicht EU-weit schützen? Wussten Sie, dass der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke die Marke selbst gar nicht benutzen darf? Das EUIPO, also EU Intellectual Property Office, umgangssprachlich das Europäische Markenamt, definiert die Unionsgewährleistungsmarke wie folgt. Die Unionsgewährleistungsmarke ist als eine Marke definiert, die geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistung, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften, mit Ausnahme der geografischen Herkunft, denn dafür gibt es ein anderes Schutzrecht, gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. Innerhalb von 2 Monaten ab dem Anmeldetag muss der Anmelder dann die sogenannte Markensatzung nachreichen und in dieser Markensatzung müssen vor allen Dingen die folgenden 3 Punkte definiert sein. Die Merkmale der geschützten Waren und Dienstleistungen, die Bedingungen für die Benutzung und die Maßnahmen zur Prüfung und Überwachung durch den Inhaber. Eine wichtige Einschränkung ist, dass der Produzent oder Lieferant der geschützten Waren und Dienstleistungen nicht Inhaber der Marke werden kann. Der Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke ist von der Benutzung der Marke ausgeschlossen. Zudem sollte die Marke nur für solche Waren und Dienstleistungen angemeldet werden, für die der Markeninhaber die Gewährleistung auch übernehmen kann. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was es mit der neuen Unionsgewährleistungsmarke auf sich hat. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.